Am 9.6. wurde gewählt, nicht nur für die neue Spitze Europas, sondern auch kommunalpolitisch. Es ging um den Einzug in den Stadtrat. Schon vor der Wahl fiel auf, dass in Mittelsachsen zahlreiche Bürgerbündnisse an den Start gehen würden. Vielerorts hatten diese dann auch tatsächlich die Nase vorn bei der Entscheidung. Von 52 Gemeinden entschieden sich 30 für ein Bürgerbündnis oder die Freien Wähler als stärkste Kraft im zukünftigen Stadtrat. In 17 Gemeinden, wie etwa mit Weida, Oederan und Brand-Erbisdorf, gingen die meisten Stimmen an die CDU. Und 5 Gemeinden wurden hellblau. Die AfD gewann unter anderem in Döbeln und Freiberg. Für Freiberg schauen wir uns den Stadtrat für die nächsten 5 Jahre nun etwas genauer an. 151 Personen gingen am 9.6. ins Rennen um die Gunst der Wähler. Diese verteilten sich auf 9 Parteien bzw. Wählervereinigungen. Neu dabei waren Freiberg für alle und Bürger für Freiberg. Liebe Wählerinnen und Wähler, das Bündnis Freiberg für alle bedankt sich sehr herzlich bei seinen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen und die Unterstützung zur Stadtratswahl in Freiberg. Wir freuen uns insbesondere über das sehr gute Ergebnis von 6.760 Stimmen für unser Wahlbündnis und den damit erhaltenen 4 Stadtratsmandaten. Wir danken allen, die uns gewählt haben und versprechen, dass wir die Politikansätze, die wir in unserem Wahlprogramm hatten, konsequent umsetzen werden. Freiberg für alle brachte es aus dem Stand auf 11,59% der Stimmen und bekam damit die 4 meisten Kreuze. In den kommenden 5 Jahren möchten Sie sich unter anderem für folgende Ziele stark machen. Entsprechend unseres Programmes werden wir uns in der kommenden Legislaturperiode insbesondere den Themen bessere Bürgerbeteiligung, lebenswertes und weltoffenes Freiberg, der Freiberger Wirtschaftskraft, der Kunst und Kultur und der Vielfalt in unserer Stadt widmen. Eine bessere Bürgerbeteiligung heißt für uns, Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger zu sein und ihr Anliegen in Form von Anfragen und Anträgen in den Stadtrat einzubringen. Gleichzeitig möchten wir mit transparenter Stadtratsarbeit, zum Beispiel indem das Video- und Audio-Streaming von Stadtratssitzungen Teil der Geschäftsordnung des Freiberger Stadtrates wird, möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner umfassend informieren und bei der Entwicklung unserer Stadt einbeziehen. Die Wirtschaft und die hierzu erforderliche Infrastruktur in unserer Stadt stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Gewerbesteuereinnahmen als eine der finanziellen Grundlagen Freibergs dar. Zur Verbesserung der Wirtschaftsbasis werden wir eine Ansiedlungsinitiative für mittelständische Unternehmen initiieren. Hierbei werden Ansiedlungsanreize gesetzt und die Zusammenarbeit mit der TU Bergakademie Freiberg intensiviert. Wir werden darauf hinwirken, dass für ansiedlungsbereite Unternehmen auch entsprechende Industrie- und Gewerbeflächen verfügbar sind. Mit der Schaffung einer Informations- und Integrationsstelle für Menschen, die neu in unsere Gesellschaft kommen, werden wir dem Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel mit begegnen. Die weitere Verbesserung der Lebensverhältnisse in unserer Stadt ist ebenfalls ein Hauptanliegen von Freiberg für alle. Hierzu ist die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für Freiberg dringend erforderlich. Dieses soll insbesondere sichere Rad- und Fußwege in der Stadt und zu den Ortsteilen Halsbach, Kleinwaltersdorf und Zug, eine intelligente Verkehrsführung für den Straßenverkehr in der Stadt und die Verbesserung der Busanbindung aller Ortsteile an den Stadtbus Freiberg umfassen. Liebe Wählerinnen und Wähler, wir freuen uns auf die künftige Arbeit im Stadtrat, die Zusammenarbeit mit unseren Wählern und mit allen Bürgern zum Wohle unserer Stadt. Alle Bürgerinnen und Bürger Freibergs, die am 9.6. nicht gewählt haben, möchte ich an dieser Stelle bitten und aufrufen, bei der Landtagswahl am 1. September 2024 von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Bitte gehen Sie wählen. Glück auf! Das Bündnis Bürger für Freiberg erhielt rund 4.000 Stimmen, was einem Wert von 6,99% entsprach. Auch dieses Bündnis stieg damit direkt hoch in der Gunst der Wähler ein. Wir, die Bürger für Freiberg, sind zu dieser Kommunalwahl erstmalig als Listenverbindung angetreten, mit dem Slogan überparteilich und nur dem Wohl der Stadt verpflichtet. Das wollen wir in die Kommunalpolitik, in die Stadtratspolitik einbringen. Wir sehen uns als Bürgerverbindung, die unabhängig agiert und die für eine ideologiefreie Stadtentwicklungspolitik steht, die dem Bürger verpflichtet ist. Allen, die dazu ihre Hand reichen,
Mit denen werden wir gemeinsam versuchen, eine positive Stadtentwicklung voranzubringen. Dazu zählt eine konsequente Baulandentwicklung für unsere Stadt Freiberg. Wir wollen den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Freibergs stärken und wir setzen uns ein für sozialen Ausgleich und die Sicherung des kulturellen Angebotes in unserer Stadt. Darunter verstehen wir den Erhalt des Theaters, Ausbau unserer Kulturlandschaft und natürlich auch die Förderung des sportlichen Angebotes. Dafür stehen wir, dieses weiter auszubauen und ein entsprechendes Angebot für unsere Bürger zu schaffen. Stärkste Kraft im Stadtrat mit über 16.000 Kreuzen und damit 27,67% der Stimmen wurde die AfD. Zweitstärkste Kraft die CDU mit 20,34% der Stimmen. Von beiden Parteien erhielten wir leider kein Statement vor der Kamera. Die Freien Wähler kamen in Freiberg auf 12,09% und stellen damit die drittstärkste Kraft. Glück auf, liebe Freiberger. Die Bürgerschaft Freibergs hat gewählt und wir sind wieder dabei. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Kandidaten, die angetreten sind und uns tatkräftig bei der Bekanntmachung unserer Ziele und unserer Ideale vertreten haben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns gewählt haben. Viele von uns, von euch kennen uns persönlich und deshalb ist auch wahrscheinlich eure Wahl auf uns getroffen. Wir sind angetreten, um unsere Ideen, die wir im Wahlprogramm verankert haben, für euch umzusetzen. Und es gelingt uns, da wir wieder im Kreistag vertreten sind, im Stadtrat mit 4 Mandaten. Und wir sind auch zum ersten Mal in allen Ortschaftsräten vertreten, in Halsbach, in Zug und in Kleinwaltersdorf. Vielen Dank. Für die nächsten 5 Jahre schrieben sich die Freien Wähler unter anderem die Unterstützung für Familien, die Förderung des kulturellen Lebens durch die Förderung von Kulturstätten, Sportvereinen und Freizeitmöglichkeiten sowie eine sinnvolle Digitalisierung auf die Fahnen. Also unser wichtigster Punkt war eigentlich die Unterstützung der Familien mit einem Essenszuschuss für Kindergarten und Grundschüler. Wir haben uns für diesen Begriff Zuschuss entschieden, weil wir ja schon lange im parlamentarischen Leben stehen und auch wissen, wie schwierig solche Sachen zu finanzieren sind. Wir hätten natürlich auch gerne das kostenlose Essen für die Kinder, aber wir stehen dafür, dass wir also für das Machbare eintreten. Weiterhin ist uns wichtig die Unterstützung des Tivolis. Da hatten wir ja früher schon mal auf der Tagesordnung das Tagungshaus, was da entstehen sollte am Tivoli, was also auch den wirtschaftlichen Betrieb des Tivolis unterstützen sollte. Wenn das jetzt wieder auf die Tagesordnung kommt, werden wir dies auf jeden Fall unterstützen. Wir sind auch sehr interessiert an dem Ausbau als Naherholungszentrum des Waldbades. Und dabei haben wir auch viele Ideen. Rings um das Bad könnte zum Beispiel ein Trimmdichtpfad oder ein Kletterwald oder irgendetwas entstehen, wo die Bürger dieses dann kostenlos auch nutzen können. Also ein Schwerpunkt, das ergibt sich auch aus den Kandidaten, die angetreten sind, ergibt sich für uns für das Ehrenamt. Also wir unterstützen unbedingt das Ehrenamt. Alle unsere Kandidaten waren im Ehrenamt und sind im Ehrenamt und wissen um die Bedeutung dessen. Wir wollen, also das betreut Ehrenamt hauptsächlich die Vereine, Sportvereine, Kulturvereine. Und das Vereinsleben soll weiterhin von uns unterstützt werden. Wir unterstützen vor allen Dingen die Vereine, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, weil das gerade nach Corona besonders wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen wieder also in eine soziale und gesellschaftliche Gemeinschaft kommen. Das gilt ja eigentlich auch für Erwachsene, ist das eigentlich genauso wichtig. Des Weiteren wäre für uns auch noch wichtig, dass wir das Johannesbad etwas attraktiver machen, weil ringsum entstehen neue Erlebnisbäder und wir wollen ja nicht, dass unsere Nutzer woanders hingehen, sondern bei uns hier natürlich ins Bad gehen. Da hätten wir auch noch Ideen. Wir unterstützen also das Theater, alle kulturellen Einrichtungen. Wir unterstützen die Stadtfeste mit unseren Beschlüssen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben, dass wir das auch weiterhin durchführen können. Wir unterstützen den Tierpark,
die kostenlose Nutzung des Tierparks. Das sind unsere Ziele, die wir hauptsächlich haben. Und was uns besonders aufgefallen ist in dem Gespräch mit den Bürgern, dass wir aufpassen müssen, dass wir Übergangsregelungen in der Digitalisierung für unsere älteren Bürger also beachten. Zum Beispiel kann es eben nicht sein, dass nur noch digitale Fahrpläne existieren, wo ältere Bürger gar keinen Zugang mehr haben. Das sind auch solche Sachen, die man immer im Blick haben muss, neben der Jugendarbeit auch die älteren Bevölkerung also hier nicht vergessen. Und auch SPD und Bündnis 90 Die Grünen werden weiterhin im Stadtrat etwas zu sagen haben. Ja, liebe Freibergerinnen und Freiberger, ich möchte im Namen der SPD-Stadträte Simone Raths, Alena Raths und mir ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen uns bedanken. Wir haben versucht, die Stadtgesellschaft abzubilden mit 31 Kandidaten. Das wurde insoweit honoriert, dass wir unsere 3 Mandate halten konnten. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Wir nehmen das Ergebnis mit Demut an und wollen das Beste daraus machen, dass Sie nicht den Eindruck bekommen, dass Ihre Stimme verschenkt wurde. Liebe Wählerinnen und Wähler, es sind keine einfachen Zeiten für Menschen, die sich für Klimaschutz und für eine offene Gesellschaft einsetzen. Trotzdem haben wir 2 Sitze im Stadtrat in Freiberg gewonnen. Und dafür möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Danke für Ihr Vertrauen und danke für Ihre Stimme. Die SPD kam auf rund 5.350 Stimmen und zog mit 9,18% mit 3 Kandidaten in den Stadtrat ein. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass es diesen Ehrenamtskoordinator geben soll, beziehungsweise in irgendeiner Weise dafür Sorge getragen wird, dass in die sozialen Einrichtungen, dass die Fördermöglichkeiten nicht reduziert werden. Es hangeln sich viele Einrichtungen wie das Bunte Haus und auch das Pi-Haus immer von Fördermöglichkeit zu Fördermöglichkeit und versuchen da irgendwas zu bewerkstelligen. Und wir glauben, dass für den Zusammenhalt und für das zwischenmenschliche Miteinander, egal ob das jetzt Generationen betrifft, jung oder alt, oder Migration und Vielfalt, dass es da einfach Möglichkeiten für den Austausch braucht. Und wir wollen, wie gesagt, alles daran setzen, dass diese Fördermöglichkeiten nicht reduziert werden und dass es diesen Ehrenamtskoordinator gibt, der auch kleine Vereine dabei unterstützt, um herauszufinden, ja, wo kann ich denn noch was beantragen, wo kann ich Gelder herbekommen? Denn das ist gerade bei wenigen Leuten schwierig, da alles zu finden und alles zu wissen. Uns ist wichtig, dass wir mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung möglich machen in Freiberg. Da haben wir in der letzten Legislatur schon versucht, diesen Livestream und die Aufzeichnung in der Stadtratssitzung zu realisieren. Das ist wichtig, weil wir denken, heutzutage bedeutet Öffentlichkeit nicht nur, dass es 4, 5, 6 Leute auf dieser Empore gibt, die dann 5 Stunden dem Stadtrat zuhören, sondern man sollte eigentlich die Möglichkeit bekommen, die relevanten Punkte im Internet einzusehen und dann selbst entscheiden zu können, wo man zuhören will, wo man nicht zuhören will. Dabei soll integriert werden eine Fragemöglichkeit für Bürger an verschiedene Stadträte und dann die Möglichkeit, dass auch diese Stadträte online diese Fragen direkt beantworten können. Wir erhoffen uns davon einfach mehr Transparenz, wie gesagt, und lebhaftere Diskussionen über Belange in der Stadt. Denn der Stadtrat entscheidet viel, das habe ich als sachkundiger Einwohner 5 Jahre mitbekommen, und es ist trotzdem immer kompliziert, das dann wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen. Ein dritter Punkt, wenn ich den noch nennen kann, ist Nachhaltigkeit und Unternehmertum. Wir hatten auf unserer Liste den Martin Bimberg in der Gärtnerei und der setzt viel auf Nachhaltigkeit, setzt darauf, dass seine Auszubildenden gut bezahlt werden. Und das muss möglich sein und es braucht halt positive Anreize, dass man sieht, das, was man mit dem Klimaschutz erreichen will, muss nicht unbedingt nachteilig sein für die Wirtschaft. Und da erhoffen wir uns Impulse von unseren Mitgliedern und da wird einiges passieren. Die Grünen landeten auf dem vorletzten Platz in der Wählergunst und werden in den nächsten 5 Jahren mit 2 Stimmen im Stadtrat vertreten sein. Auch sie möchten sich unter anderem für mehr Transparenz bei den Stadtratssitzungen einsetzen. Uns ist natürlich das Thema Klimaschutz und Klimaschutzkonzept besonders wichtig. Für uns war es schon sehr tragisch und bemerkenswert im negativen Sinne, dass es das Klimaschutzkonzept nicht durch den letzten Stadtrat geschafft hat und dass es offenbar sehr viele Menschen gibt in Freiberg, die denken, Klimaschutz ist eine Option, die man abwählen oder wählen kann. Aber der Klimaschutz bzw. der Klimawandel, dem ist das völlig egal. Insofern müssen wir in Freiberg daran und dringend was tun und dafür werden wir uns auf jeden Fall einsetzen. Das zweite ist das Thema Transparenz und Beteiligung, denn wir wissen, dass ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht so bewusst ist, wie sehr Kommunalpolitik ihr eigenes Leben wirklich direkt betreffen kann.
Und es fehlt einfach der Zugang und das Verständnis in weiten Teilen. Und deswegen werden wir auch hier nochmal einen Anlauf nehmen. Es gab ja schon verschiedene Versuche, zum Beispiel die Stadtratssitzungen live streamen zu lassen. Das ist technisch überhaupt kein Problem mehr. Und wir denken auch, dass Leute, die ein Mandat über eine demokratische Wahl bekommen, mehr oder weniger verpflichtet sind, auch transparent zu arbeiten. Und das möchten wir unterstützen. Der dritte Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist das Thema Wissenschaftsstandort Freiberg. Wir haben hier ein enormes Potenzial mit der Bergakademie, aber nicht nur, auch mit den zahlreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der ganzen Wirtschaft und den Ausgründungen, die daraus hervorgehen. Und hier kann einerseits vermarktungstechnisch, aber auch in Sachen Netzwerke noch ganz viel nachgeholt werden. Und das möchten wir gerne aufgreifen. Die Stadtratssitze komplettieren die Linke mit 2 Personen und die Freien Sachsen mit 1 Person. Auch von diesen beiden Parteien konnten wir leider kein Statement bekommen. Nun gilt es, umzusetzen, was bei der Wahl versprochen wurde. Einige Impulse für die Entwicklung der Stadt Freiberg in den nächsten 5 Jahren konnten wir mit diesem Beitrag zusammentragen. Inwiefern diese umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten.